Hallo, liebe Bellicon-Freunde. Ich freue mich, heute Dr. Ben Bark bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo, Dr. Bark. Hallo. Sie sind als Bewegungskonzeptionist in ganz Deutschland unterwegs und unter anderem das Thema Stress und Burnout ist eines Ihrer Schwerpunktthemen. Stress war ja bis vor Jahrzehnten noch den Managern vorbehalten. Heute hat Stress in alle gesellschaftlichen Bereiche Einzug gehalten. Schon Kinder haben heute Stress in der Schule. Stress am Arbeitsplatz erzeugt Burnout. Was sind eigentlich die Auswirkungen auf, gerade wenn wir über die Arbeitswelt reden, für die Arbeitgeber, aber was sind auch die Auswirkungen für die Gesellschaft? Also auch in Zahlen ausgedrückt ist das Ganze eine große Belastung für unser System. 2011 sind ungefähr durch psychische Erkrankungen 16 Milliarden Euro Kosten entstanden. Und für 2030 ist das Ganze in der Prognose sogar auf die doppelten Kosten angesetzt worden. Und das war tatsächlich vor 20 Jahren noch überhaupt kein Thema. So wie Sie sagen, dass es eher in Managerbereichen auftrat. Das hängt also damit zusammen, dass es da einen großen Wandel gegeben hat. Und heute ist es die zweithäufigste Diagnosegruppe bei krankheitsbedingten Ausfällen. Auch in puncto Frühverrentung hat sich das Ganze dramatisch verändert. Was damals mit knapp 15% zu Frühverrentung geführt hat, ist heute mit 42% einfach der häufigste Grund für Frühverrentung. Also wir sehen, es kommt also einiges auf uns zu. Finde ich aber nur auf der einen Seite wichtig, weil ja viel, viel interessanter und viel, viel schwerwiegender das Leid ist, das bei einem Einzelnen durch Burnout entsteht. Und das ist tatsächlich eine Krankheit, die hier vorliegt. Es ist nichts, was im Kopf entsteht, sondern es ist eben wirklich ein Problem, das auch behandelt werden muss. Und dem wird am besten natürlich präventiv vorgebeugt. Über welche Krankheitserscheinungen bzw. Folgen im Sinne des Stresses reden wir hier? Ja, das fängt an mit ganz einfachen Problemen, was den Energiehaushalt angeht, häufige Müdigkeit, tatsächlich auch leichtere Formen der Depression, Stimmungsschwankungen, die auftreten können. Und das kann sich allerdings dann bis hin zu Folgen für das Herz-Kreislauf-System dramatisieren, was dann bedeutet, dass ich ein höheres Risiko für Schlaganfall habe, ein höheres Risiko für einen Herzinfarkt. Und das sind Zahlen, die ganz klar wissenschaftlich durch die Forschung belegt werden konnten. Und wie ist Ihr Ansatz, dem entgegenzuwirken? Was kann man tun, um dem auch vorzubeugen? Ich glaube, dass ich hier ein bisschen ausholen muss, um so ein grundsätzliches Dilemma einmal vorzustellen. Denn wenn wir mal noch mehr als 20 Jahre zurückschauen, dann war es grundsätzlich so, dass wir, wenn wir Stress hatten, immer mit einer körperlichen Reaktion darauf reagiert haben. Das heißt, weit zurückgeblickt, wenn wir Stress hatten, also entweder die Situation entstand, dass ein Mammut erlegt werden musste oder ein Säbelzahntiger hinter uns her war, dann gab es nur als Reaktion Flucht oder Angriff und beides hatte mit einer sehr klaren und hochintensiven körperlichen Reaktion zu tun. Das ist heute nicht mehr so. Heute sitzen wir am Schreibtisch, wir stehen derart unter Strom, als hätten wir da das Mammut vor uns oder den Säbelzahntiger, Entschuldigung an die Chefs, die sich jetzt angesprochen fühlen, hinter uns her. Tatsächlich ist es so, dass die körperliche Reaktion fehlt. Also jetzt die Mechanismen, die rein biochemisch den Stresscocktail wieder abbauen. Und das ist das große Risiko, das ist die große Gefahr. Das heißt, Bewegung ist ja eigentlich der Schlüssel, um dem Ganzen zu begegnen. Nur häufig fehlt auch da wieder grundsätzlich die Energie, mit Bewegung zu reagieren. Das heißt, die Leute sind sowieso platt, jetzt noch irgendwie zusätzlich Bewegung zu machen. Und so wie es auch häufig propagiert wird, fordert dann nochmal Energiereserven. Und man ist dann wirklich in so einer Art Teufelskreislauf. Und was jetzt das Cleverste ist, ist, dass ich schon in den Arbeitsalltag etwas mit einbaue, was mit Bewegung zu tun hat. Kleine Bewegungsimpulse, die man da unterbringt, um direkt zu mehr Energie zu kommen und eben dieser Reaktion, dieser einseitigen Stressreaktion vorzubeugen. Und nun freut es uns natürlich besonders, dass Sie im Abbau letztendlich in Ihren Maßnahmen das Bellicon zum Einsatz bringen. Warum das Bellicon?
Ja, es braucht also eine körperliche Reaktion, die auf dem Bellicon in einer unvergleichlichen Art und Weise aufgegriffen wird. Nämlich der Tatsache, dass ich mich fordern kann körperlich, dass ich das Gaspedal durchtrete. Auf der anderen Seite aber auch ein Hochgefühl in der Zelle auslösen kann, was einer Bremsbewegung nahe kommt, dieses Abschalten. Und ich kann dann wirklich für einen kurzen Moment auf dem Bellicon komplett loslassen. Das ist im weitesten Sinne Schwerelosigkeit, die da im Systemkörper selber wirkt. Und diese Form einer körperlichen Reaktion, die auch nur ein paar Minuten dauern muss, theoretisch, gibt mir letztlich wesentlich mehr Energie. Das merkt man auch unmittelbar, da muss man nicht lange drauf warten. Das ist also wie der Stecker in die Steckdose kurz stecken und den Akku aufladen. Es gibt noch so ein paar andere Ansätze, wirklich sehr banale Dinge, die ich machen kann, dass ich zum Beispiel mich wirklich einmal ablenke von der Arbeit, mir schöne Gedanken mache, mich in irgendeine Traumlandschaft sozusagen hineinversetze und dabei die Atmung sehr akzentuiert, sehr tief ein- und ausatmet und sich auch mal andere Gedanken als die gerade von Arbeitsstress aufruft. Das sind dann so eigentlich ideale Konstellationen, die man mit dem Bellicon erreichen kann. Ja, ideale Konstellationen ist das Stichwort. Sie haben uns ein paar Übungen mitgebracht, die Sie zu einem kleinen, sofort spontan nutzbaren Trainingsprogramm zusammengeführt haben. Und wenn Sie Lust haben, diese Übungen kennenzulernen, dann klicken Sie hier. Ich freue mich auf Sie.